In Sonderweg. Die Position seiner Partei fasste sicher zu. Hier ist der Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Es ist 10 Uhr. Wir bringen Nachrichten. Der von der deutschen Bundesregierung vorgelegte Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz stößt weiter überwiegend auf Kritik. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller hält das Schutzkonzept vor allem für lückenhaft. Müller sagte unter anderem, er vermisse Aussagen zu einem Impfregister. Der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Tino Sorge, ergänzte, dass auch das Thema der Isolationspflicht ausgeklammert worden sei. Die Bundesländer würden mit vielen Maßnahmen im Unklaren gelassen. Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Martin Sichert, kritisierte den Regierungsentwurf als völlig unnötigen Sonderweg. Die Position seiner Partei fasste Sichert zusammen, indem er ein Ende der Maskenpflicht, ein Ende der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Impfstatus und eine sofortige Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht forderte. Die ehemalige CDU-Familienministerin Christina Schröder kritisierte die Bestimmung einer möglichen Maskenpflicht für Schulkinder ab der 5. Klasse. Die im Gesetzesentwurf genannte Bedingung, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenzunterrichtsbetriebs erforderlich ist, sei in Zeiten des Personalmangels an Schulen immer behauptbar, schrieb Schröder auf Twitter. Außerdem wies sie darauf hin, dass sie ab Oktober wieder als ungeimpft gelte, falls sie sich aus eigenen Erwägungen heraus gegen eine vierte Corona-Impfung entscheiden sollte. Laut dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend spricht sich eine Mehrheit der Deutschen für eine Laufzeitverlängerung für die verbliebenen 3 Atomkraftwerke aus. 41% der Befragten stimmten zu, dass es sinnvoll wäre, den Betrieb um einige Monate zu verlängern. Weitere 41% fänden sogar eine langfristige Weiternutzung der Atomkraft sinnvoll. Lediglich 15% der Befragten wollen an der geplanten Abschaltung aller Kernkraftwerke zum Jahresende festhalten. Unter den Anhängern der Partei Die Grünen liegt die Zustimmung zum planmäßigen Komplettausstieg derzeit nur noch bei 31%. Fast doppelt so viele Grünen-Wähler, 61%, befürworten hingegen eine Weiternutzung über das Jahresende hinaus. So die Zahlen des aktuellen ARD-Deutschland-Trends. Nach der Veröffentlichung der zu großen Teilen geschwärzten Vertragsdokumente zwischen der Schweizer Bundesregierung und den Herstellern der gentechnischen Corona-Impfstoffe sind weitere Details bekannt geworden. Die Neue Zürcher Zeitung berichtet, im Hauptvertrag mit dem US-amerikanischen Pharmakonzern Pfizer gibt es eine ungeschwärzte Passage, die die Haftungsfragen betreffen. In dem Textabschnitt bestätigt der Bund als Käufer davon Kenntnis zu haben, wie schnell der Impfstoff in einer Notlage entwickelt worden sei und dass zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine Klarheit über die Wirksamkeit, über Langzeiteffekte und über unerwünschte Nebenwirkungen bestehe. Diese Passage könnte bedeuten, dass mindestens im Fall der unerwünschten Nebenwirkungen die gesetzlich verankerte Haftung des Bundes für behördlich empfohlene Impfungen zur Anwendung käme. Der Vorsitzende der SVP-Fraktion, Thomas Eschi, sagte dazu, er wolle wissen, welche Risiken der Steuerzahler zu tragen habe. Es gehe um potenziell große finanzielle und gesundheitliche Folgen, falls die Impfstoffe zu Schäden führten. Außerdem warf Eschi die Frage auf, ob der Schweizer Bundesrat überhaupt befugt gewesen sei, die Hersteller der Substanzen von der Haftung für unerwartete Nebenwirkungen zu befreien. Das waren die Nachrichten im Kontrafunk. Die Redaktion hatte Konrad Lenz. Sprecher war Volker Andreas Thiem. Ja, kann ich sehr empfehlen, Kontrafunk, alternative Nachrichten. Wie hat euch das gefallen? So, und es ist 3.01 Uhr. Ich sehe, wir werden immer mehr. Ihr könnt euch anschließen. Schließt euch an. Es geht hier um Energie. Es geht hier um Demokratie und Frieden. Und Herr Born guckt auch schon, zählt schon mal durch. Wie viel haben Sie gezählt? 150, das ist doch schon mal eine Ansage.
ihr könnt euch schon mal hinter der gelben Flagge hier am in der rechten Durchfahrt, könnt ihr euch schon mal formieren hinter dem Wagen mit der gelben Flagge, nicht mit der gelben Weste. Das sind keine Gelbwesten, das sind gelbe Flaggen. Bitte hinter dem Wagen formieren schon mal die Fahrräder in diese Richtung. Wir fahren unter dem Brandenburger Tor durch und wir bleiben in der Spur hinter dem Wagen mit der gelben Flagge. Aber der Gelb ist dazu auch hier ein bisschen blind. Ich hoffe, ihr habt alle Schilder. Ja. Das Gewinn dabei. Formiert euch. Aber hält euch schon mal auf, wir werden hier durch das Tor durchfahren und den Verschwörer nicht überholen, sodass auch die Eskorte auch mal vorbeifahren kann, beziehungsweise die Ordner an den Straßen absperren können, wenn nicht nur Motorräder da sein sollten zur Sicherheit. Ja, genau. Stellt euch. Hier, rechte Seite. In der rechten Spur, in der rechten Spur. Nein, aber